Hallo lieber Zwillinge, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deiner neuen Tarotkartenlegung. Bei dieser Tarotkartenlegung geht es voll um das Thema Liebe und zwar in Bezug auf eine Person deiner Wahl. Das ist wahrscheinlich dann die Person, an die du jetzt gerade denkst. Ich bin Angela und dies ist eine intuitive Legung für die Allgemeinheit. Sie kann auf dich zutreffen, muss aber nicht unbedingt. Sollte sie nicht auf dich zutreffen, hast du auch die Möglichkeit, in einen deiner anderen Zeichen hineinzusehen. Die Rollen können vertauscht sein, meine Videos sind geschlechterneutral und Zeit ist fließend. Okay, schauen wir uns mal die Beziehung zu dir und der anderen Person an. Ja, was ist so das Hauptthema, wo steht ihr da gerade? Entschuldigt. Oh, die Sechs der Kelche, das ist ja total positiv. Schön, ja. Hatten wir jetzt auch an der gleichen Stelle bei Krebs? Also wenn du mit einer Krebsperson zusammen bist, dann solltest du dir das Reading auch unbedingt anschauen. Ihr habt da nämlich die gleiche Karte liegen. Ja, absolut schön. Man ist sehr auf der emotionalen Ebene. Man ist auch sehr verliebt, sehr viel Reichhaltigkeit, sehr viel Wertschätzung, harmonisches Miteinander. Wirklich sehr schön. Wie empfindest du die Karte auf bewusster Ebene? Na, was denkst du über eure Beziehung? Ja, die Königin der Schwerter war auf jeden Fall schon in deinem letzten Reading in den Allgemeinen ein wichtiger Punkt. Das ist deine Energie. Die Königin der Schwerter ist eine unabhängige Person, eine sehr reife Energie mit sehr hohen Idealen und den großen Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist Schwerterenergie, Schwerter ist Luft und Luft ist dein Element. Die Karte kann also sehr gut dich symbolisieren. Lasst euch nicht davon irritieren, dass das eine Königin ist. Das kann auch sich um eine männliche Person handeln. Diese Karte kann also dich repräsentieren oder eine Person, über die du dir gerade Gedanken machst. Eine Person von außen, die Einfluss auf die Beziehung hat. Oder du erwartest von deinem Gegenüber, dass dein Gegenüber so eine Rolle in eurer Beziehung einnimmt. Personenkarten an dieser Stelle haben oft mit Idealisierungen und Vorstellungen zu tun. Das heißt auch, dass du den anderen Menschen auf dieser Ebene nicht richtig erkennen kannst oder dich selber in der Beziehung, dass du zu hohe Erwartungen oder überhaupt Erwartungen an dich selber hast oder eben an den anderen Partner oder dass eben von außen eure Beziehung gestört wird, kann auch ein Hinweis eben auf eine Konkurrentin, Konkurrentin handeln. Ja, das habe ich aus deinem letzten Reading, ne? Da war die an der Stelle, deswegen. Oder eben eine Person, die dir durch den Kopf geht, ne? Ja, also was ist denn bei dir auf emotionaler Ebene los? Eigentlich ist es ja wirklich sehr schön zwischen euch. Ja, da haben wir auch Personenkarten. Zwei sogar. Einmal den
Ritter der Scheiben und einmal der König der Stäbe. So viele Menschen. Der König der Stäbe ist eine sehr einnehmende, auch eher erwachsene, also eher reifere Person. Einnehmend, fordernd und sehr bestimmend. Der Ritter der Scheiben ist eher eine jüngere Energie, aber sehr bodenständig, naturverbunden, tatkräftig und auf das Materielle bezogen. Ja. Und dein, was du so nach außen trägst, wie verhältst du dich gegenüber deinem Partner? Acht der Scheiben. Ja, du gibst eigentlich deinen Partner zu verstehen, dass du bereit bist, eure Beziehung zu festigen, weiterzuentwickeln und ja, dich gut um diese Beziehung zu kümmern quasi, ne? Dass man halt irgendwie alles schön macht, Probleme bereinigt, und das alles schön einfach gestaltet. Ja. Und dein Partner, was denkt dein Partner? Ja, dein Partner hat da auch eine Personenkarte, eine Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist ähnlich wie der König der Stäbe eine eher dominante, einnehmende Persönlichkeit, tatkräftig und sie weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Dominant. Ja. Und auf emotionaler Ebene. Ah ja, hier haben wir es. Okay, 10 der Kelche, auch eine Kelchenergie, also sehr viel Reichhaltigkeit, Wertschätzung ist da. Dein Gegenüber weiß eure Beziehung sehr zu schätzen und ist da bereit, viel Emotion reinzugeben und weiß, fühlt sich auch irgendwie so am richtigen Platz und empfängt auch diese ganze Emotion. Ja, das ist eine schöne Karte an der Stelle. Und wie verhält sich dein Partner? Ja, eher introvertiert verhält sich dein Gegenüber. Macht sich aber auch sehr viele tiefe Gedanken, braucht auch viel Zeit für sich. Aber macht sich ganz ernsthafte Gedanken und über die Beziehung und hat da sehr hohe Ideale an sich. Also das ist halt witzig, weil als ich das für Krebs gezogen habe, also wenn du mit einer Krebsperson gerade zu tun hast, dann ist das so eindeutig, weil bei Krebs war nicht nur das gleich, sondern auch das beim Gegenüber. Aber wenn du, ja, aber natürlich gibt es natürlich auch viele andere Zeichen. Ja, diese ganzen Personen sind so ein bisschen bedenklich. Also bei dir schwirren echt viele Personen darum. Und da habe ich echt das Gefühl, dass, ja, dass dir auch andere Personen so durch den Kopf gehen.
und du dich noch nicht so ganz entscheiden konntest für die andere Person oder vielleicht ist das auch, vielleicht gehören die auch zur Familie, dass die Familie sich irgendwie einmischt oder Freunde. Auch bei deinem Gegenüber ist in den Gedanken eine andere Person vorhanden. Oder dein Gegenüber erwartet von dir, dass du eine dominante Person bist. Du bist aber nicht so dominant. Du bist eine Schwertperson. Das ist Feuer. Du bist Luft. Also auf der Verstandesebene wäre das gut, wenn dein Gegenüber dich nochmal klarer erkennen könnte. Ja, oder dein Gegenüber erwartet von sich selber, dass er eine Person ist, die so dominant ist. Hinter den eins von diesen Sachen. Oder auch, also auch, das kann sich auch überlappen. Hinter dieser Idealisierung drei der Stäbe, eine sehr zuversichtliche Karte. Das sind bis zu Frühlingsgefühle, ne? Das sind Frühlingsgefühle. Man ist ein bisschen verliebt. Ja, man ist verliebt. Man hat auch sehr viele Zukunftsideen. Ja, und bei dir, was ist hinter der Königin der Schwerter? Der Magier, das hatten wir auch bei deinen letzten. Ja, ich glaube, da geht es wirklich um dich, dass du das von dir erwartest, dann hast du aber im Kopf bist du eigentlich dann eher bei dir selbst, ne? Aber nein, das muss das ja gar nicht heißen. Der Magier, der macht sich die Welt, wie er es möchte. Da ist der Magier im Hintergrund. Und dann, aber auf der emotionalen Ebene, warum sind da so viele Leute? Das Ass der Schwerter. Dahinter das Ass der Schwerter. Ja, da kommst du auf jeden Fall auf eine gute Erkenntnis, wie du das mit den ganzen Leuten handeln kannst und entscheidest dich für etwas. Ganz eindeutig. Ja, hinter diesen Personenkarten. Ja, das kann halt auch an. Ja, das spricht auch viel für Idealisierung des Gegenübers, sich selbst. Oder dass man sich eben von lauten Leuten von außen beeinflussen lässt. Und findest du eine Situation, wo du das beleuchten kannst und dann halt den Durchblick hast. Und dass du da auf eine Erkenntnis kommst, wie du das lösen kannst. Ja, grundsätzlich ist zwischen euch sehr viel, ja, sehr viel Emotion da. Das ist diese Sechs der Kelche ist einfach absolut positiv. Und das, was ihr beide in die Beziehung an Emotionen reingebracht habt, das wirkt sich jetzt gerade so positiv aus.
Ja. Ich hoffe, dass dir dieses Reading gut gefallen hat und dass du da für dich etwas mitnehmen konntest, was dir in dieser nächsten Zeit helfen wird. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, mit viel Genuss und Selbstbestimmtheit. Eine sehr schöne, unabhängige Zeit. Es würde mich sehr freuen, wenn du möchtest, also kannst du gerne in den Kommentaren etwas über deine Situation schreiben. Das würde mich sehr freuen und würde mich auch interessieren. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn du beim nächsten Reading wieder dabei wärst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.